Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück beim Rückwärts-People-Simulator, auch Euro-Truck-Simulator 2 genannt, zusammen mit den Klicki. Hallo. Guten Tag. So, wir sind jetzt in Oslo. Wir waren zwar das letzte Mal noch in Dingsberg, aber ihr habt euch ja so gewünscht, Junge, schmeißt den da weg, nimmt den Mercedes wieder. Und ja, habe ich gedacht, machen wir so. Und jetzt habe ich den Mercedes wieder. Da mussten wir uns aber dementsprechend auch nach Oslo verbiegen. Und ja, jetzt sind wir wieder. Ihr seht, schauen wir mal neue Ausstattung. Das ging bei den DAF irgendwie nicht. Jetzt habe ich hier drin noch irgendwelche Wimpel. Der Mercedes-Wimpel hat sich leider schon mit diesen anderen komischen Legenden-Wimpel da verhakt. Mal gucken, ob es sich wieder enthakt. So, wir machen jetzt nach Jönköping als allererstes und dann nach. Das sieht schon wieder aus. Und dann, meine nach, Güte. Dann mit Klicke nach Karlskrona. War das jetzt richtig? Ich fahre auch jetzt wieder dem Mercedes. Ja, er hatte vom langsamen Blinker zu schnell zu wollen. Nee, langsam blinken war ja der andere. Der MAN. Ja, und ich hatte ja jetzt die ganze Zeit Volvo. Also. Aber warum bringt er mir gerade hier nicht. Halt, das war gerade. Igel wollte ich lassen, hier. Dachmontierung. Ist die mit reagiert, weißt du? Na so. Wenn da gefragt wurde, warum zur Hölle fährt Randy mit drei Navigationsgeräten, die Frage ist leicht zu beantworten, weil jetzt habe ich das hier im Fenster drunter vergessen zu machen. Aber ich mach's trotzdem mal aus und jetzt einfach mal, dass da was im Bildschirm drin ist beim Mercedes. Ich hab's mir jetzt mit reingemacht, weil ja. Ich hab's vergessen. Ich feuer den MP3 und da hat er standardmäßig sowas hin. Aber guck dir das an, das ist doch ein Highlight, oder? Wie viel Platz zwischen Zugmaschine und Hänger ist. Ja. Aber wartest du mal kurz? Wartest du extrem langen Radstand. Ja, wartest du mal kurz hier? Ja, wieso? Das hast du vergessen. Navigationsgerät. Der hat doch eins drin. Ja, aber ich finde, jetzt wäre schon noch bestraft, weil ich ohne Licht fahre. Ja, aber ich brauche das unbedingt im Fenster, weil rechts gucken ist scheiße. Ich gucke da mehr so links. Du kannst einfach unten das normale Navi ausmachen, dann siehst du es doch. Ja, nee, halt nicht, ja, weil doch. Ich konnte. Ja, doch, aber nee, das ist halt. Es ist eine lange Geschichte. Ha, jetzt beginnt und bitte. Ja, ich habe ja nicht für umsonst eine Brille. Im Übrigen, Facecam ist halt weiterhin aus. Nächste Woche ist es dann gefixt. Ich habe ja nicht für umsonst eine Brille, weil mein rechtes Ohr ist schlechter wie das linke. So, und wenn das Ding halt rechts deswegen ist. Deswegen hast du eine Brille? Nee. Naja, das wäre jetzt so meine logische Erklärung, warum ich ihn habe, weiß ich selber nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das rechte Ohr schlechter ist wie das linke. So, jetzt kommen wir. Und um einiges schlechter wie das linke. Was ist denn? Ich das vorher gewusst, dann wäre ich eine andere Leitung gefahren. Warum? Ja, jetzt habe ich leere Fässer, sonst hätte ich Karotten gehabt. Ach, voll Idiot. Und rechts rum. Ich? Ja. Ja, ich kann nicht. Warum? Weil er immer steht. Dort. Torbjörn Balning. Du kannst doch rechts rausziehen. Nee, da steht links rum, drin. Mein Gott. Was, jetzt links rum? Wie jetzt rum? Na, hier, ich bin hier. Ich seh dich nicht. Links rum. Ich bin hier, ich bin hier. Ich seh, ach, da vorne. Junge, Mensch, mach das Fenster runter und wink mal. Rechts rum, da war ich ja vollkommen in der verkehrte Richtung gefahren. Ja, deswegen, ja, links rum, so. Der Typ, der steht ja nur schon seitdem wir angefangen haben mit, also wo wir drauf connected sind, da wird sich auch nicht bewegen. Das so. Ist ein Bulle, ja? Ja, das ist ein Bulle. So. Ja, neue Woche, neues Glück. Klicki hat jetzt eine wunderbare Zeit vor sich, denn was hast du die Woche? Ich hab, ja, wie soll ich sagen, das Verwöhnprogramm geordert, ne? Wieso ist das der Thailänderin? Nee, es kommen zwei Frauen, die sind die ganze Woche dann bei mir. Und der Anzeige steht, dass die viel Spaß versprechen. Mit Bällen. Mit Bällen? Mit Bällen, ja. Was? Nee, ich hab nicht die Volleyballmannschaft geordert. Nee. Ganz normal, nee. Nur so ohne Klamotten so. Ach, der Klicki hat Urlaub so auf Deutsch. Ja, wenn das denn. Wenn man es Urlaub nennen darf. Ja. Jetzt rechts runtergemusst, wo willst denn du hin? Gerade, wir haben noch 46 Kilometer vor uns. Oh, holst du wieder Viehzeug ab oder was? Nee, Polarlands zum Hafen. Ach, Fisch.
Deswegen, aber trotz all dem, es war ja eine sehr, letzte Woche eine sehr durchwachsene Woche. Meinst du, vom Wetter her? Vom Wetter her jetzt, ja. Es war ja mal, das war ja mal komplett und dann war es mal wieder schön und dann hat es mal wieder geschifft. Und Bodenfrost, ja, wie waren deine Erfahrungen damit? Also, es ist eigentlich nur eine andere Umschreibung, dass man nicht jede Woche das gleiche hat. Wie war deine Woche? Das ist gerade ein bisschen geleckt, oder lass an mir? Keine Ahnung. 1, 2, 3, jetzt habe ich 1, 2, 3 gesagt. Jetzt. Nee, jetzt ging es. Das war's nur gerade irgendwie ein bisschen. Ja. Also. Die war, naja, so eigentlich relativ, es ging. Weil er wieder mal bis Samstag gearbeitet. Ja. Ja, und dann. Ja, das war's dann aber eigentlich auch schon. Da war nicht viel, also es war eine Samstag früh war auf dem Nebel, da habe ich fast direkt eine Hand nicht gesehen. Da wegen? Ah, also heute früh war's, also wir nehmen jetzt gerade zum Samstagabend auf, das war zusammen. Da war es wirklich extrem neblig. Ich bin losgefahren um 2. Nachts wohl bemerkt. Ja, nachts. Und da war wirklich gerade so, dass du 50 Meter gucken konntest. Wenn überhaupt. Das heißt das ja, Geschwindigkeit reduzieren, Nebelschlussleuchte anmachen, ne? Ne, 150 Meter. Naja, gut. Ich hatte so den Nebel normal an. Hat gereicht. Ey, Geschwindigkeit reduzieren, es war. Da ist keiner weiter auf der Bahn. Am Samstag früh. Siehst du ja nicht. Nee, das siehst du nicht. Wenn du siehst, ist es eh zu spät. Ja, so kann man es halt auch sehen. So. Deswegen Samstag musst du zusehen, dass du heimkommst. Du siehst schon geil, war halt am Samstag dann heimfahren. Und da habe ich mal. Das war wieder cool. Stehe ich auf der See, habe immer so ja Konvoi. Mhm. Ja, dachte ich, ach cool. Endlich siehst du mal wieder ein paar, ne? Haben so schön den Panzer erstmal, ja, über die Landbahn gegondelt. Also, das war nur ein Begleitfahrzeug von den Feldjäger. Dann noch ein Axor. Und dann davor war hier Jagdpanzer und ganz vorne war ein Leo noch. Das war schon cool. Vor allen Dingen, wenn du an denen vorbeischrotest. Die sind ja volle Esse gefahren, ne? Also, sprich, die fahren ja U60, ne? Ich muss aber überlegen, zu Lego gegen nur 65 Tonnen. Das mit 60 km/h, Alter. Das ist irre. Ich bin an denen trotzdem noch vorbeigeschwebt, als. Ne? Gibt's kein. Das Schöne war ja. Den Kommandant, der mir oben rausgeklotzt. Wo sind? Ja! Die haben so richtig schön. Also beim Leopard, da ist das so. Wir müssen die Kanone auf. War das auf 11 Uhr, glaube ich, stellen, also immer nach hinten, im Gegensatz zur Fahrtrichtung und dann, glaube ich, auf 11 Uhr. So, und der Kommandant sitzt natürlich auch so, ne? Da hat quasi die ganze Zeit, wie wenn du im Bus so sitzt, dass du nach hinten fährst. Ach so. Also rückwärts. Ne? So hat er da oben ausgeguckt mit seinem, ja, mit seinen Ohrdingern da auf, weißt du? Ich hab nur gegrinst, da hat er wohl gegrinst. Und das hat gehämmert, ne? Das war, oh, das war der Wahnsinn. Also, ich müsste jetzt hier Rausfolder fahren, wo willst du hin? Ist das hier nicht rausfahren? Nee. Oder? Ah doch, das ist ja mal reinfahren. Dann fahrt er mal weiter. Ja, lenkt uns dann am Ende eh hier wieder raus. Siehst du hier hinter mir sind nämlich die Pfeile. Da lässt nur einen Kreis fahren. Ich wende gleich hier einmal. Und. Ja, da hast du halt gehört, ne? Wenn die dort angedonnert kommen, wieder 1500 PS. Das ist schon extrem geil. Ich bin an denen vorbeigefahren. Das hat so gebebt. Da passt der Spruch dann wieder, hier, Krieg ist scheiße, aber der Sound ist geil. Und wir sind die DJs. Weißt du, das war da so. Liebe Spundis. Cool. Der Bergepanzer war ja Büffel. Das sind natürlich auch richtig heftige Teile, ne? Was ist jetzt hier? Ich muss hier gleich rechts. Ja. Kurz eingeschlafen. Kurz eingeschlafen, ja. Gut, dass die Dinger auf der Autobahn fahren, Halleluja. Ja, die dürfen ja. Wenn sie über 60 km/h fahren, dürfen sie auf die Autobahn. Okay. Aber mit dem Gewicht muss man überlegen, selbst wenn ich voll beladen bin, gut, ich fahre 90. Ja. Durch die Geschwindigkeit steigert sich ja auch die Kraft exponentiell nochmal nach oben. Aber wenn du es so siehst, über 60 Tonnen, über 60 fahren, ist schon heftig. Ja, und das hast du halt so extrem gehört durch diese Gummidinger, die auf die Ketten ziehen müssen.
Ja, das, damit sie die Straße halt nicht kaputt machen, ne? Ich wollte gerade sagen, ist ja die Straßen hier auch nicht so schön. Ja, mit den Gummidingern ist kein Problem. Muss sie. Ja. Da rupen sie eigentlich nichts mit auf. Kein Problem. Naja, wenigstens hast du mal freundlich gegrüßt. Nee, gegrüßt nicht, ich hab nur blöde gegrinst. Das ist das, was ich kann. Dann stell doch mal die Frechheit vor, ich bin vor dem reingezogen, ne? Da hat er nicht mal die Stube gegeben, dass ich reinfahren kann. Mit seinem Tarnlicht. Den Fahrer siehst du ja sowieso nicht. Naja. Das ist schön, aber der Kommandant da oben rausgeklotzt. Wo ich mir dachte, Alter. Der wird spielen, Tom. Der wird, das ist der Himmel, wird er schön gehabt haben. Da wird die ganzen Fliegen hinten vom Helm abkratzen müssen. Häng. Ja. Wenn sie mal überholen vielleicht. Ja. 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 Die haben doch dann auch, wenn die im Straßenverkehr sind, haben die dann nicht solche gelben Leuchten noch aufgezogen? Was? Du, eine Militärfahrzeug, gelbe Leuchten? Keine Ahnung, das hatte ich mal gesehen, wo die durch so eine, bei uns durch die Stadt geballert sind, damals noch bei der Oma, die hatten dann halt hinten noch so eine gelbe Warnleuchte drauf, die sich da gesteckt hat. Ja, der letzte hatte eine, also von der Feldjäger, der hat gesagt, hinten so eine Tafel, wie der Bullen hatte da dran, und da hatte oben auch so eine gelbe hier. Also. Im Warn, ne? Und davor war halt der Axor, der kleine Bergepanzer, wahrscheinlich hatten sie gleich Schiss, dass da Leo liegen bleibt, wisst ihr, haben sie kleinen Bergepanzer mitgenommen, damit man hinten nur abschleppen kann. Und alter Axo hat wahrscheinlich noch ein paar Teile drin gehabt, falls du mal vor Ort fix was wechseln musst. Kann ich mir nicht vorstellen. Ausfall, Ausfall, Übungsunterbrechung. Mitten auf der Autobahn. Ja, ich hab die dann überholt und bin dann McDonald's rausgefahren. Komm, Mama. Oh. 19 Euro, Mensch. Ich hab nur 18 bezahlt. Du hast ja ein paar Achsen weniger. Wenn es danach geht. Nee, wir haben dieselben Achsenzahlen. Außerdem ist es ab 5 aufwärts egal. Ich hab trotzdem 1 Euro weniger bezahlt. Bist du ganz rechts oder? Ich bin ganz rechts gefahren. Es waren ja zwei Spuren mit digital. Bin ich auch. Das liegt wahrscheinlich. Ich glaube zwar nicht, dass es berechnet haben, aber du hast ja die bessere Abgasnorm. Achso, du hast ja nicht den New Actros, du hast ja noch den alten. Ja, P3 halt. Mit dem V-Motor. V-Q-A-Z. Ein R. Von mir aus. Ein Reihen. Naja, dann hat ja da eine wieder in den Kommentaren geschrieben. Er möchte ja nicht deine Kommentare mit Romanen zuklatschen. Ja, da die Fragen hatte. Ach so, ja. Das ist aber eigentlich kein Problem, beziehungsweise. Oh, was ist kein Problem? Ich habe sowieso noch so eine Idee, das läuft dann alles über Twitter mal Litter ab. Aber ich denke mal, das werden wir, wenn es klappt, vielleicht schon mal nächste Woche ausprobieren. Aha. Ja. Wo dann halt live Fragen eintrudeln und wir die live beantworten werden. Was ist live, ne? Live zu dem Zeitpunkt, ne? Du weißt ja, wie es mir. Das denke ich mal, funktioniert schon. Ansonsten, ja, keiner ist dagegen, wenn jemand mehr in die Kommentare reinschreibt. Ich freue mich immer mehr über sinnvolle Kommentare als wie über sinnlose Kommentare. Weil da gibt es auch viele davon. Ja, vielleicht auch keine Lust, so viel zu tippen. Das, ja, das ist dann wohl eher verständlicher. Wo ich sage, ja, geht's mir manchmal genauso. Ja, war ja noch die Frage, ob es nur beim Tanklasten oder stressiger ist oder nicht. Die musst du ja beantworten. Ja, ich dachte, das kommt jetzt von dir. Das kann ich nicht behaupten, aber du bist ja der Experte, kannst du das beantworten, hast dementsprechend auch noch 40 Sekunden Zeit. Was? Nur noch? Dann machen wir das lieber in der nächsten Folge. Dann wird es wohl ausführlicher werden. Ja, es ist jetzt am Ende der Folge, brauchst du ja mit sowas nicht anfangen, das gut. Ist ja dann... Stimmt. Ja. So, es piept wieder. Es piept wieder? Deine Eier oder was? Naja. So nicht. Oh, zack, Geschwindigkeitsübertretung. Ja. Hätten so gleich noch Mautstelle. Das ist ein Parkplatz. Okay. Da rast doch gleich immer mit 90 über Parkplatz zum Blick stand, keiner. Gut, dann. Das hat jetzt aber ganz schön. Danke.
Gerade gewundert, warum der so gebumst hat. Jetzt weiß ich's. Warum? Ja, 9%. Wisse? Ich bin nämlich extra durch die enge Mautstelle gefahren. Das war gar nicht, ich glaube, die war für PKWs. Warte, ich muss ja kurz gucken, sind die Spiegel noch dran? Ja, nö, beim Dings hat's nicht gebumst. Jetzt beim Dings hat's gebumst. Beim Parkplatz. Ja, aber durch die äußere Spur musstest du ja da fast drüber. Die innere Spur, da ging's einfach geradeaus weiter. Ja, egal, kriegen immer noch Kohle dafür. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Da lasst nicht vergessen. Und bis dann, auch daran. Tschüss. Tschüss.